Hallo zusammen. Stefan hat einen Tisch voller Zeug, das heißt Produktvorstellung. Und zwar die neuen Filterhalter Mark III, in dem Fall von Rollei. Es gibt bei mir auf dem Kanal schon mehrere Videos rund um das Thema Filter. Rechteckig, rund, was ist besser, was macht man damit überhaupt? Und auch eben die Vorgänger davon habe ich auch Videos zu gemacht, insbesondere auch zu den Gläsern, komme ich gleich drauf. So, ganz kurz ausholend, falls du mit sowas noch nicht gearbeitet hast, so ein rechteckiges Filtersystem gegenüber runden Filtersystemen. Das ist ja das, was man wahrscheinlich jeder so ein bisschen kennt und auch jeder so ein bisschen hat, egal ob es noch benutzt oder nicht. Damit fängt man immer an, weil es viel kleiner, kompakter ist und auch sehr viel günstiger. So, großer Vorteil davon ist, ich nehme das mal ab hier. Großer Vorteil davon ist, die gibt's dann in der passenden Größe. 82 mm müsste ich jetzt hier haben. Das ist die Nikon mit dem 1430, 82 mm Filterdurchmesser. Und der klein, kompakt, nicht furchtbar teuer, kann man mitnehmen. So. Klassischer Fall ist, du bist irgendwo am Wasser und du willst Reflexion reduzieren, dann nimmst du einen Polfilter. Sowas gibt's als Polfilter, setzt du rauf und dann kannst du den drehen und dann kannst du halt eben die Reflexion wegnehmen oder nicht wegnehmen. In unserem Landschaftsfotografie-Tutorial-Kurs, wenn du den gekauft hast, Einführung Landschaftsfotografie, da erklären wir das ausführlich, wann man Polfilter braucht, wie nützlich der bei Herbstlaub ist, am Wasserfall natürlich oder auch so Glas- bzw. Autoscheiben zum Beispiel, willst du ins Auto reingucken oder eben nicht, dann ist ein Polfilter super nützlich. Ohne Polfilter, ganz normal, ich habe jetzt die Nikon hier, Blende 9, ISO 64, das ist mein niedrigster Native ISO und er sagt mir jetzt ein 80stel mit der, ich bin im A-Modus, ein 80stel, so okay, man sieht, es ist wahrscheinlich schön, aber das Bild ist nicht per se schön. Jetzt packe ich einen ND8-Filter drauf, der erlaubt mir einfach einen Tick länger zu belichten, aus einem 80stel wird jetzt ein 1/8, das ändert noch nichts an dem Look, es ist ziemlich windstill, aber das Wasser bewegt sich natürlich immer trotzdem ein bisschen und das wird dadurch einfach ein bisschen reduziert und zusätzlich jetzt, das ist ein ND8 plus Polfilter, dadurch kann ich also länger belichten. Und der Effekt tritt jetzt ein, wenn ich den Polfilter drehe. Da sieht man, ich mache mal zwei, drei Bilder und zeige mal den Unterschied. Ich sehe auf dem, das Schöne ist, ich sehe auf dem Live-View sehe ich den Effekt und ich sehe also, wann es am stärksten ist. Dabei gucke ich vor allem auf den Himmel, weil es da am deutlichsten ist. Ich gucke aber auch ein bisschen auf das Wasser und das Laub. So, und im direkten Vergleich sieht man das. Eine kleine Hilfe ist auch, wenn du schlecht sehen kannst, schlechtes Display hast, achte auf die Verschlusszeit. Blende und ISO habe ich fix eingestellt. Weißabgleich ist auch fix. Auf Sonne in dem Fall natürlich. Und das heißt, es ändert sich die Verschlusszeit so ein bisschen, wenn ich an dem Filter drehe, weil der quasi so ein bisschen dicht macht, sag ich mal so, falscherweise. Und dadurch halt eben ich einen Tick länger belichten kann und dann die Farben mehr rausleuchten. Warum nimmt man nicht nur die? Der große Nachteil ist natürlich offensichtlich, der runde Filter hat den großen Nachteil, wenn ich den raufmache. So ein Objektiv, ein Landschaftsobjektiv und Weitwinkelobjektiv ist in der Regel, nicht in der Regel, ist immer so gebaut, dass es am weitesten Ende, also 14 mm am Limit ist. Das heißt, es ist 14, nicht 12. Wenn Nikon das 12 machen könnte, dann wäre das 12 mm. Das können sie nicht, weil sobald ich da was vormache, sobald ich also so einen runden Filter davor schraube, habe ich nicht mehr 14, weil das Ding im Bild ist. Ist ja klar, ne? Das ist ein Bild. Da muss ich halt ein bisschen reinzoomen und dann geht das. Und je mehr ich davor mache, desto mehr muss ich reinzoomen. So, und jetzt folgendes Problem. Du willst wahrscheinlich häufig mehrere Filter kombinieren. Der klassische Fall, du bist am Wasserfall, du willst eine Langzeitbelichtung machen und möchtest die Spiegelung rausnehmen von den ganzen nassen Steinen. Dann hast du einen Polfilter, schraubst du davor, musst ein bisschen reinzoomen, dann setzt du den Graufilter davor, musst ein bisschen reinzoomen, dann merkst du, ein zweiter Graufilter wäre gut, die Sonne scheint, dann musst du noch weiter reinzoomen. Das heißt, das geht eigentlich irgendwann nicht eigentlich, sondern das geht irgendwann nicht mehr. So. Außerdem gibt es Verlaufsfilter, das sind die hier, gibt es verschiedene Varianten auf verschiedenen Stärken. Der ist an einem Ende dunkel und am anderen Ende hell oder könnte auch in der Mitte dunkel sein und an den Rändern hell, da gibt es verschiedene Varianten. Und das funktioniert halt so, dass du es reinsetzt und hoch und runter schiebst oder rechts und links. Und das geht mit dem runden Filter natürlich offensichtlich nicht. Deswegen runde Filter, die haben schon ihre Daseinsberechtigung. Aber wenn du Landschaftsfotografie aufs nächste Level bringen willst, landest du früher oder später bei so einem eckigen System, weil du damit viel mehr Möglichkeiten hast. So, kurz ausgeholt. So ein System besteht aus verschiedenen Elementen. Das eine ist mal sicherlich der Filterhalter, das ist das hier. Den schraubt man einfach rauf. Der hat 82 mm Filterdurchmesser. Mein Objektiv hat jetzt 82 mm, wenn du das nicht hast. Ich habe hier zum Beispiel die Fuji mit dem 30 mm Sigma. Das hat 52 mm Durchmesser. Dann gibt es so Adapter. Die sind super dünn. Sieht man das? Ja, super dünn. Den schraubst du rauf. In dem Fall halt 52 auf 82. Schraube ich rauf. Und dann habe ich hier 82 mm und kann den also dann direkt raufschrauben. So. Also ich habe 82 mm.
mit Adapter oder ohne Adapter schraube ich rauf und dann habe ich das Ding. So, der macht erstmal noch gar nichts, das ist nur der Halter. Dann kann ich zum Beispiel einen Polfilter reinsetzen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied von diesem System zu dem Vorgänger, zu dem alten Filterhalter. Das ist der hier. Und zwar bei dem alten war es so, der Polfilter hast du reingeschraubt und das war immer ein bisschen fummelig, weil das Problem ist, du hast halt nichts zum Anfassen. Das heißt, um den reinzuschrauben, musst du fast drauf fassen. Gerade dann hast du kalte Finger, irgendwie nasse Finger, fettige Finger, Sonnencreme dran und so. Ist immer ein bisschen mühsam, weil du schnell Fettfinger auf dem Polfilter hast, weil du nicht richtig reinkommst. So, das hat, ist Roller ja auch aufgefallen. Sieht man das? Look at this. Da war mal wirklich einer pfiffig, oder? Das heißt, wenn der irgendwo in deiner Tasche ist, dann kannst du, vorausgesetzt, du bist kein Fingernagelkauer, kannst du den nach vorne nehmen, kannst ihn einfach raufsetzen. Zack. Gut, ist, wenn du ihn abnehmen willst, genauso, Fingernagel hinterklacken und rausnehmen. Keine Fingerabdrücke, du musst das Glas eigentlich nie mehr anfassen. Um den zu verwenden, muss man den drehen, je nachdem, wo die Sonne kommt. Und also der Winkel zur Sonne ist immer relevant. Das heißt, du musst den drehen. Das macht man ganz normal, das ist beim Alten genauso. Das kannst du drehen mit zwei Fingern, das geht auch mit Handschuhen problemlos. Das ist also überhaupt gar kein Problem. So. Also das ist einfach eine nützliche Aktualisierung, sag ich mal, dass man hier eben den Filter so verwenden kann. Was hatte meine Sony jetzt da für ein Problem? Dann hast du den Polfilter dran. Ich habe gesagt, nur der Polfilter, das wäre hiermit sinnvoller. Interessant, wobei auch da muss man sagen, der ist größer als 82 mm. Ne? Der ist 82 mm, wenn der passend dafür ist. Und der ist natürlich ein Tick größer. Und dadurch kannst du weitwinkliger arbeiten tendenziell. Ja. Spannend wird das aber erst, wenn du dieses zweite Teil darauf klickst. Und zwar kann man das klicken, das war beim alten so. Beim alten ist hier an der Seite ein Knopf. Und hier ist ja halt dieser orange Knopf. Das heißt, ich hake das im Grunde einmal dahinter, klicke das ein, da kann man auch nicht viel falsch machen. Und den kann ich jetzt um 360 Grad drehen. Das kann relevant sein, wenn du mit dem Verlaufsfilter arbeitest und du willst eben nicht oben dunkel und unten hell, sondern vielleicht rechts dunkel und links hell oder sowas. Praxisfall wäre also zum Beispiel, das heißt, ich zeige es mal, den schiebst du jetzt hier rein. So. So. Der klassische Fall ist ja sowas, du bist am Meer, der Himmel ist heller als das Wasser. Das heißt, du nimmst einen Grauverlaufsfilter so, und dann hast du es ein bisschen ausgeglichen. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Sonne ist gar nicht im Bild. Die Sonne ist da rechts und du fotografierst in die Richtung. Dann ist der Teil des Wassers und des Himmels heller als da. Du hast einen ziemlichen Helligkeits- im Ultraweitwinkelbereich, kann das sehr markant sein. Dann kannst du den natürlich drehen und kannst sagen, okay, ich will den rechten Teil ein bisschen dunkler haben als den linken oder so. Also da ist man, die Flexibilität hat man einfach. Und dann wird es halt erst richtig interessant, wenn du mehrere Filter kombinierst. Also zum Beispiel, du bist am Meer, du möchtest das Meer richtig glatt haben, möchtest vielleicht sogar am Tag 2-3 Minuten lang belichten. Dann machst du zum Beispiel den Polfilter rein und dann machst du einen ND64 Filter rein, ND1000 Filter. Und dann vielleicht noch ein, also sagen wir mal ND1000 und dann noch so ein ND8 als Verlaufsfilter. So, für Himmel und Wasser ausgleichen. Das könnte man machen. Und dann kannst du die halt kombinieren. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Jetzt habe ich den ND8-Filter rausgenommen, habe stattdessen einen ND8-Filter als harten Verlaufsfilter. Der Verlaufsfilter ist zum Teil hell, zum Teil dunkel. Und der harte hat halt einen Cut. Es gäbe alternativ den soften, das zeige ich hier nochmal. Der hat da so einen weichen Übergang. Das ist gut, wenn da jetzt irgendwie Bäume wären, Berge wären oder sowas, dann ist das besser. Am Meer oder sowas wie hier, da ist halt eben dieser harte ein bisschen einfacher auch zu handhaben. Und tatsächlich sauberer Cut zwischen Wasser und Oberfläche. Den muss ich jetzt einfach sauber platzieren. Ich sehe das aber im Live-View tatsächlich ziemlich genau, wo der ist. Ich packe es ein bisschen auf die Kante von dem Meer. Das soll alles einigermaßen gerade sein. Und jetzt mache ich genau das gleiche nochmal. Warte wieder 2 Minuten 30 und sollte ziemlich genau das gleiche Bild haben, was den Himmel angeht. Das Wasser ist aber heller. Weil der Himmel ist hier, in Wirklichkeit ist ja der Himmel heller als das Wasser. Ne? Und weil ich den Himmel abgedunkelt habe, ist dann nachher ziemlich ausgeglichen. So, okay. Also der Look ist jetzt natürlich ein ganz anderer. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht richtig oder falsch. Das ist halt einfach ein anderes Werkzeug. Hier ist jetzt das Wasser sehr viel heller. Das wirkt fast milchig. Wenn ich jetzt hier morgens sitzen würde und ein bisschen Nebel drüber hätte, würde ich es dann auf jeden Fall so machen, weil der Nebel dadurch natürlich noch betont wird. Persönlich fand ich jetzt das andere ästhetischer für diesen speziellen Case. Aber ich kann mir vorstellen, an vielen anderen Situationen wäre eben genau die Situation richtiger. Bei dem alten Filterhalter konnte man standardmäßig 3 raufmachen, den ich hier habe. Bei dem kann man 2 machen. Das reicht auch in der Regel. Falls das nicht reicht, zeigt das hier.
kann man, es gibt optional, gibt es einen Zusatz, da kannst du noch einen dritten drauf machen, und zwar ohne Schraubenzieher, das klickst du einfach so raus, klick, klick, ne? Und dann klickst du den halt wieder ran, beziehungsweise klickst halt die Erweiterung an. Ja, zack. Ganz ehrlich, habe ich, glaube ich, noch nie benutzt, weil Polfilter plus ND8 plus ND1000, wenn du dann noch einen brauchst, dann ist es schon sehr exotisch. Aber wenn du den Fall hast, die Möglichkeit gibt es. Dass der nur 2 statt 3 hat, hat den Vorteil, der ist natürlich schmaler. Das heißt, der ist nicht nur im Rucksack kleiner, das wäre noch egal, sondern je mehr ich nach vorne komme, desto schneller hast du eine Vignette, wenn du im Unterweitwinkelbereich bist, ja klar. Ne? Je mehr du davor machst, geht er irgendwann nicht mehr. Deswegen ist es besser, dass der eben nicht so dick ist, sondern halt möglichst dünn. Deswegen haben sie 2 gemacht. Und für die, die 3 haben wollen, gibt es die Option. So. Speaking of Vignette, so, jetzt ist folgendes Problem, habe ich ja eben schon angedeutet. Wenn du, das ist jetzt das 1430, deswegen habe ich das hier liegen. Die meisten werden ja mit dem 1635 zum Beispiel unterwegs sein oder sowas, oder 1530, gibt es ja verschiedene Varianten. Das Roller selbst sagt, das geht bis 16 mm in Vollformat. Also 10, 11 mm an APS-C, je nachdem. Und das ist tatsächlich so, bei dem 1430 sieht man das halt sehr schön. Bei 14 mm sehe ich den Halter einfach im Bild. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Das Objektiv ist so gebaut, dass es bei 14 gerade geht. Sobald ich was davor mache, sehe ich das im Bild. Wenn ich ein bisschen reinzoome, verschwindet das. Bei 16 mm kann ich mit dem Filter arbeiten, ohne dass man den sieht. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn ich hier mit 14 mm arbeiten wollte, dann müsste ich einen größeren Filterhalter haben. Es gibt größere Filterhalter, aber dann habe ich halt, die sind halt deutlich größer gleich. Nicht nur teurer, sondern auch riesig im Rucksack. Ist wieder die Frage, macht man das nicht? Manche machen das, aber das müsste man sich dann sehr gut überlegen. Aber ab 16 mm kann man also keine Vignette mehr drin. So. Und zwar ist es nicht Vignette per se, sondern man sieht tatsächlich den Filterhalter einfach drinne, weil der nicht groß genug ist. Der müsste halt, wie gesagt, größer sein, dass es nicht falsch verstanden wird. So, dann vielleicht noch, das habe ich in dem, das Glas ist das alte, das hat sich nicht geändert, es gibt kein neues. Wenn du also schon Filter hast, dann musst du die nicht neu kaufen, sondern kannst die alten weiterverwenden. Der wesentliche Punkt dabei ist vielleicht noch am Rande zu erwähnen, wichtig darauf achten, dass die farbneutral sind. Das sind die Rollei-Filter. Das kennst du von früher, alte Fotos, die haben mit Filter, das sieht man immer sofort, Filter im Einsatz, weil die so einen violetten, lila Stich drin haben. Das riecht man ganz schwer raus. Die haben immer so einen lila Stich. Sieht immer doof aus, finde ich. Deswegen, die sind farbneutral und das ist Gorilla-Glas. Die dürfen auch mal runterfallen, wie so ein Handy auch. Nicht von zu hoch und nicht zu oft und so. Irgendwann sind auch Kratzer drin. Aber die gehen nicht sofort kaputt, wenn sie mal jetzt hier auf den Fußboden fallen würden. So, das waren so die wichtigsten Punkte, glaube ich. Transport vielleicht noch. Ich habe hier so eine alte Tasche von Rollei, die habe ich schon seit ein paar Jahren. Die ist super klein, auch wiegt fast gar nichts. Und da ist halt genau das drin, was ich immer dabei habe. Kommen wir gleich zu den Kits. Was ich immer dabei habe, ist der Filterhalter selbst, plus der Polfilter, plus ND8, plus ND1000. Da bin ich super flexibel. Da kann ich eigentlich, für das, was ich mache, kann ich alles damit machen. Optional, wenn ich weiß, ich gehe ans Meer, kann man natürlich noch einen Verlaufsfilter mitnehmen und so weiter. Je nachdem, das passt dann auch rein. Die Filter von Rollei kommen in solchen Transporttaschen, super klein, da kann man dann, schmeiße ich dann die in den Rucksack, die ich halt brauche, wenn ich mehr brauche oder nicht weiß, was ich brauche, sage ich, nehme mal ein paar mehr mit, packe ich die einfach noch dazu. Optional gibt es so eine Filtertasche von Ihnen, das ist die hier, die ist dann dafür da, dass du, man sieht das ja hier, super viel reinpacken kannst und da könntest du dann halt mehrere Filter reinpacken, sind die alle griffbereit, du hast hier auch so Laschen dran quasi, die man beschriften kann, das heißt, kannst du auch ein bisschen Ordnung halten. Ich bin da so ein bisschen chaotisch. Ich habe 2 Filter. Das kann ich auseinanderhalten, weil es steht drauf, was es ist. Auf dem Filter steht drauf, das hier ist zum Beispiel der ND8. Steht drauf. So. Damit ich das noch gesagt habe, Transport. Dann gibt es das jetzt verschiedene Kits. Halt nur den Filterhalter und dann gibt es halt ein Starter-Set, ein Master-Set. Da sind dann halt schon verschiedene Filter drin. Das ist detailliert beschrieben auf der Webseite bei Rollei. Was sollte man als Starter haben oder was empfehle ich als Starter, habe ich ja schon gesagt. Ich habe immer dabei den Polfilter, der gehört zum Halter dazu, Polfilter, ND8, ND1000, weil du damit super flexibel bist. Kannst eigentlich alles mitmachen, weil du kannst sie kombinieren. Die addieren sich, ist klar. Je mehr dunkles Glas, desto dunkler wird das Bild. Dann die wichtige Frage natürlich zum Schluss. Sollst du dir den neuen Filterhalter kaufen, wenn du den alten schon hast? Ja, nein, muss natürlich jeder ein bisschen selbst wissen. Hängt auch davon ab, ob du den alten verkaufen kannst, einen guten Preis für kriegst und so weiter. Ne? Weil der wesentliche Punkt ist natürlich, dass du diesen magnetischen Clip da drin hast, wo du einfach Fingernagel hinter und rausnehmen kannst.
Das ist tatsächlich etwas, was schon frustrierend ist, dieses Schraubsystem, was man vorher hatte. Und ein magnetischer Clip, ja klar, ist besser. Also unstrittig, dass das besser ist. Und dass es manches Mal irgendwie ein frustriertes Fluchen erspart. Ja, ansonsten muss man das ein bisschen selbst überlegen. Aber sicherlich eine sehr, sehr sinnvolle Erweiterung. Dann, dass der halt nur 2 statt 3 hat und dadurch halt ein Tick dünner ist. Ja, ich könnte bei dem alten den 3er rausnehmen. Der alte ist einfach ein Tick dicker. Ich könnte da, der 3, den könnte ich rausschrauben. Das Schrauben kann ich ja lösen. Macht man denn ja wieder nicht. Ne? Das ist wieder so das. Aber könnte ich natürlich machen. Aber die wesentliche Neuerung ist also dieses magnetische System. Ich hoffe, das war hilfreich und nützlich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deiner Filterfotografie. Egal ob rund oder eckig. Und bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, bei mir auf dem Kanal Wiesner Filter. Da findest du die anderen Videos, wo wir ein bisschen auch darüber reden, was man denn damit macht, wann man welchen nimmt und so weiter und so fort. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.